Sie erleben es, wenn Sie eine Professur ausschreiben, dass sich ganz viele Forscher, die augenblicklich in den USA sind, auf diese Stelle bewerben. Auf dem Niveau von Bachelor hoch zum Master, da ist es dann halt so, dass die besten Bachelorstudenten dann schon extrem schauen, wo sie denn jetzt noch ihren Master machen können. Und die gehen dann schon wieder verloren ins Ausland. Na, so groß ist das Drama mit dem Brain Drain aus meiner Sicht gar nicht. Wir stellen fest, dass die Talente, die ins Ausland gehen, vor allen Dingen dann wieder gerne nach Deutschland zurückkommen, wenn sie denken, dass sie hier besonders gute Forschungsbedingungen haben. Tatsächlich sind die Forschungsbedingungen das, was die Leute wirklich ins Ausland treibt, aber eben auch wieder zurückholt. Leute kommen aus dem Ausland zurück, wenn sie eine Perspektive, eine berufliche Perspektive an der deutschen Hochschule haben. Und dafür sind viele der wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, selbst als Hausarztstellen, eben nicht geeignet, weil sie per Definition auslaufen und ich an der deutschen Hochschule danach auch keine Perspektive mehr habe. Ebenfalls gesetzlich festgelegt. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Leute nicht wiederkommen. Ich kenne auch ganze Reihe, die sagen, sie würden eigentlich ganz gerne wiederkommen, aus familiären Gründen, aus Weltanschauungsgründen heraus. Die sagen aber dann oft auch, sie kommen nicht zurück, um sich dann in Deutschland wieder in der akademischen Futterkette hinten anzustellen. Während also in den Zusammenhängen, die ich aus Deutschland kenne, ganz häufig alte, verbackene Machtstrukturen noch eine Rolle spielen, in denen man sich nicht frei entfalten kann und entsprechend weniger produktiv ist, erlebe ich im Ausland eine Kultur der Kollegialität, in der man versucht, gemeinsam erfolgreich zu sein. Das ist der riesige Unterschied zu den USA. Da haben Sie wirklich kleine Gruppen, mit denen Sie arbeiten können. Das habe ich selber in Stony Brook gesehen. Wenn Sie eine Arbeitsgruppe mit 5 Studenten haben, ist das was anderes als eine Arbeitsgruppe mit 100 Studenten. Das ist etwas, was man in den USA anders hinbekommt, was man sehr teuer kauft. Ich finde es immer sehr interessant, dass wenn man Wissen schaffen will, also Wissenschaft betreiben will, dass man vorher wissen soll, welches Wissen man schaffen will, wenn man nur so einen Antrag schreiben kann. Das ist in meinen Augen ein Konzeptionsfehler im Drittmittelbereich. Ich glaube auch einfach, dass es eine Möglichkeit wäre, Wissenschaftler zurückzuholen, wenn man ihnen jenseits von Forschung noch anbieten würde, einfach ihre Ideen in Gründung umzusetzen. Ja, wenn man sie da noch weiter begleiten würde und da auch noch weiter helfen würde, ich glaube, das könnte dann so vielleicht so dieser kleine Punkt sein, der dann noch hilft, dann doch noch jemanden zurückzuholen. Weil so viel können ja dann die Hochschulen auch immer nicht bieten, außer vielleicht noch Forschungsressourcen, Mitarbeiter. Aber dann hört sie auch dann irgendwann auf. Mich würde weniger jetzt beunruhigen, dass mehr Leute Deutschland verlassen als zurückkommen. Mich würde eher vielleicht beunruhigen, dass nicht genug junge Leute aus dem Ausland zu uns kommen wollen. In der Schweiz, in Belgien, das ist einfach so, dass die Hochschulen sowieso schon sehr viel offener, internationaler sind. Und wenn man dann schon ein internationales Kollegium hat, dann ist es natürlich auch leichter, wieder andere zu überzeugen, dorthin zu kommen. Wenn man aber halt ein deutsches Kollegium ist, was dann nicht besonders international orientiert ist oder internationale Kollegen hat, dann ist es einfach immer schwieriger. Deswegen muss man immer irgendwann so einen ersten Schritt machen und dann wird es vielleicht irgendwann mal immer mehr. Eine weitere Empfehlung wäre auch, ausländische Unternehmen anzulocken, die speziell im Bereich informationstechnische Dienstleistungen und Software tätig sind, amerikanische Unternehmen, asiatische Unternehmen, hier Niederlassungen in Deutschland aufzubauen. Wie machen wir die TU München für internationale junge Talente attraktiv? Da gibt es sogar die Research Opportunity Week, ROW. In dieser Woche werden internationale Postdoktoranden nach München eingeladen. Auf Kosten der TU München können sie eine Woche hier verbringen, um sich dort umzusehen bei den Wissenschaftlern in den Laboren, was auch immer ihr Thema sein möge. Und haben dann die Möglichkeit, sich im Anschluss dann für ein Stipendium zu bewerben. Und dieses Stipendium soll eben die Möglichkeit schaffen, dass diese internationalen Studierenden, Postdoktoranden für ein Jahr an der TU München forschen und arbeiten können, um dort die entsprechende internationale Erfahrung zu sammeln. Und wir haben natürlich auch dann sehr leistungsfähige und hochtalentierte junge Leute bei uns, die uns als Hochschule insgesamt auch vorwärts bringen. Das sind Modelle, die sehr, sehr gut angenommen werden. Der Zulauf ist extrem hoch.
und nimmt quasi explosionsartig zu. Es hat sich noch nicht so entsprechend rumgesprochen, dass Deutschland auch ein interessanter Standort für die neueren Informationstechnologien sein könnte. Man kriegt die guten Leute schon wieder zurück, das ist kein Problem. Und jeder, der mal in den USA war, wird wissen, am Anfang findet man das alles toll, ist alles super da drüben, aber irgendwann geht es einem wirklich auf den Geist. Also es ist schon anders und es gibt nur immer die beiden Lager, die nach so ungefähr 2 Jahren sagen, ich will unbedingt zurück. Ich selber habe das Angebot der Universität Stony Brook auch nicht angenommen. Ja, ich hatte da das Angebot. Ich gehörte auch zu denen, die sagen, bitte, bitte, es reicht. Ja? Oder es gibt die, die haben sich dann wirklich adaptiert und die sagen, hier kriegt mich keiner mehr weg. Ich will sogar, dass meine Kinder hier aufwachsen. Ja? Dazwischen gibt es eigentlich wenig. In meinem Fall war nicht ich selber, sondern mein Partner in dem Rückholprogramm wieder nach Deutschland, kam nach Deutschland. Ich kam mit und mir war auch irgendwie sicher, dass ich irgendwo unterkomme. Aber das hat sich jetzt auch wirklich alles extrem gut entwickelt in Deutschland. Ich glaube schon auch teilweise, weil wir im Ausland waren und dieses Netzwerk und diese Erfahrung mitgebracht haben. Es sind 2 Dinge zu verstetigen. Zum einen muss klar sein, dass die Forschungsförderung, so wie sie über die Exzellenzinitiative getätigt worden ist, dass es die auch in Zukunft geben wird. Das ist ja aktuell noch gar nicht klar, in welcher Form das passieren wird. Also man muss diese Forschungsförderung eben auch in Zukunft an der Spitze weiter fortführen. Das Zweite, was verstetigt werden muss, ist, es muss eine dauerhafte Karriereperspektive für die jungen Leute hier geben. Und das schafft man nur, indem man auch dauerhafte Stellen schafft. Man kann eben nicht nur die Qualifizierungsstellen schaffen über Graduiertenkollegs, Graduiertenschulen. Man muss auch die Möglichkeit geben, tatsächlich auf langfristige, auf dauerhafte Stellen zu kommen. Ja.